Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben einen neuen Einsteiger-Guide für euch und dieser ist ein ganz besonderer Einsteiger-Guide. Er ist nämlich sozusagen ein Patreon-Special. Wir haben ja bei Patreon die Möglichkeit, mit euch direkt in Kontakt zu treten und die Community, die sich dort gebildet hat, kann uns direkt Feedback und Anregungen geben. Einige haben sogar die Möglichkeit, uns Videowünsche direkt mitzuteilen, die wir dann umsetzen. Und so ist das jetzt auch geschehen. Unser Mitglied Kalidan hat das letzte Gewinnspiel gewonnen auf Patreon und hat dementsprechend den Wunsch geäußert, weil er ganz speziell interessiert ist an Squadron 42, dass wir bitte dazu doch mal ein Video machen. Das machen wir in erster Form jetzt hier in diesem Einsteiger-Guide, der euch einen groben Überblick über Squadron 42 geben soll. Was ist das eigentlich? Wie hat das mit Star Citizen zu tun? Und das wollen wir natürlich sehr, sehr gerne machen und diesem Wunsch Folge leisten. Daher gehe ich jetzt auch direkt mit euch in die erste Kategorie und das ist das Gameplay. Squadron 42 ist seit Anfang an mit dabei. Das heißt, mit Start der Kickstarter-Kampagne war es nicht nur so, dass Squadron 42 Teil der ganzen Aktion war. Nein, es war im Grunde der Grund, wieso alles losging. Der Wunsch von Chris Roberts sozusagen eine Fortsetzung von seiner ursprünglichen Wing Commander-Reihe zu machen mit den ganz modernen Mitteln, die ihm jetzt zur Verfügung stehen, hat darin gemündet, dass er zu Kickstarter gegangen ist und erst im Verlauf dieser Kampagne und im weiteren Ausgestaltung und der Ansicht, was jetzt alles möglich ist, kam dann die Idee des Star Citizen MMOs, also das Persistent Universe dazu. Das war ein Schritt, der er sich erst angeschlossen hat. Squadron 42 ist also integraler Bestandteil von dem allem, wurde auch bis vor kurzem, nämlich bis Februar 2016, im Gesamtpaket mit Star Citizen verkauft und das Gameplay an sich soll sich nicht nur an den neuesten, modernsten technischen Möglichkeiten, das heißt mit Motion und Performance Capturing auf der einen Seite, mit einer großen Story-Vielfalt, natürlich grafischer Aufarbeitung und sehr, sehr starken Story-Aspekten, die sehr individuell gestaltbar sind, von Spieler zu Spieler unterschiedlich, sozusagen für euch ausentwickeln, sondern es soll natürlich auch ein Singleplayer sein, der seinesgleichen sucht in diesem Bereich des Science-Fiction bzw. ja, Weltraumspiels. Squadron 42 an sich ist eben, wie schon gesagt, ein Singleplayer, angelegt für eine Person, die sehr, sehr viele Möglichkeiten haben soll, die Story auszuleben und in verschiedenste Richtungen zu gehen. Missionen sollen in der Varianz sehr, sehr unterschiedlich lösbar sein. Das Skript alleine, was wir zu dem ersten Teil von Squadron 42 gesehen haben, ist so dick. Also es hat sehr, sehr viele Optionen, die einem dort zur Verfügung stehen als Spieler selbst. Und es soll eben auch so sein, dass für einzelne Missionen auch andere Spieler hinzujoinen können, die dann als Wingman für euch fungieren. Allerdings werden diese dann nicht storyrelevant sein. Es ist zu komplex, wenn man jetzt eine ganze Gruppe von Spielern sozusagen als Heldengruppe einbringt in das Spiel. Und dann jeder einzeln seinen Storystrang macht, um alles trotzdem zusammenzuhalten. Nein, es wird so sein, dass es wirklich Singleplayer-basiert ist. Das heißt, ihr entscheidet, wie eure Story aussieht. Ihr entscheidet, wo geht ihr lang, mit wem redet ihr, mit wem interagiert ihr. Es wird eine ganze Menge von NPCs geben, die dort euch zur Verfügung stehen und mit denen ihr dann eure eigene Squadron 42-Geschichte erzählen könnt. Und eure Freunde könnt ihr dann, wenn ihr eine bestimmte Mission habt, hinzuladen und die werden euch dann im jeweiligen Teil unterstützen. Squadron 42 wird nicht nur Weltraumkampf enthalten. Es wird auch ein Ground Combat Element geben. Das heißt, es wird Kämpfe auf Schiffen selbst geben. Es wird Kämpfe auf Stationen geben, die ihr dann als First-Person-Shooter absolvieren müsst. Es wird Missionen geben, die sich sehr, sehr kompliziert gestalten, wo ihr verschiedene Ansätze verfolgen könnt. Von ich gehe mit voller Waffenlast hinein und prügel sozusagen auf den Gegner so lange ein, bis er keinen Widerstand mehr leistet, bis ich nehme mir ein Schiff, was sehr, sehr gut ist, sich anzuschleichen, um eben von einer anderen Seite den Gegner aufzurollen und entsprechend zu besiegen. Squadron 42 wird in erster Linie erstmal als Gegner die Vendul haben. Vendul werden also der Hauptfeind haben, den wir hier bekämpfen. Da kommen wir auch gleich in der Story nochmal dazu. Und dementsprechend werden wir hier also die Möglichkeit sehen, nicht nur gegen Vendul zu kämpfen und diese sozusagen als großen Antagonisten zu sehen von Squadron 42, sondern es wird auch kleine Gruppen geben, die als NPCs dann auch als gegnerische Truppen eingesetzt werden, um zum Beispiel euch selber als Söldner das Leben schwer zu machen. Das bedeutet, ihr werdet hier sehr, sehr viele Optionen erfahren, um eben eure Geschichte auszugestalten, um euren Charakter auszugestalten. Und da gehen wir jetzt direkt in die nächste Kategorie, nämlich die Story an sich. Squadron 42
spielt grundsätzlich ein Stückchen vor dem Persistent Universe, was wir jetzt haben. Das Persistent Universe hat ja aktuell das Datum 2946. Squadron 42 wird laut Aussage von Chris Roberts etwas davor spielen, sodass ihr die Möglichkeit habt, sozusagen euren Charakter kennenzulernen, wenn ihr das wollt. Es wird euch die Möglichkeit gegeben werden, mit eurem Charakter bei Spielstart direkt in Squadron 42 reinzugehen und euch das Startkapital zu verdienen. Da kommen wir später nochmal da drauf. Und die Kampagne erstmal durchzuspielen, um euch sozusagen ein bisschen im Universum zurechtzufinden. Es wird aber auch die Möglichkeit geben, Squadron 42 ganz beiseite zu lassen und direkt ins MMO Star Citizen hineinzustarten. Ja, und was passiert also, wenn ihr Squadron 42 macht? Ihr werdet zuerst als Zivilist starten und da möchte ich jetzt vorsichtig sein, da will ich jeden warnen, wer nichts über die Story wissen will, der sollte jetzt hier abschalten oder zumindest weiter zum nächsten Thema skippen, denn ich spoiler hier ein bisschen was. Das, was wir zumindest wissen, so viel ist es ja noch nicht. Also, ihr werdet als Zivilist starten und zwar auf dem im Vega-System und zwar in dem Moment, wo der große Vendul-Angriff angeführt wird. Der passiert übrigens am 5. Oktober 2945, war sozusagen letztes Jahr im Oktober, wenn man so will. Dort greifen die Vendul in einem großen Verband inklusive Kingship dann New Corvo auf Vega an. Ihr seid dort als Zivilist vorhanden und werdet also von dort aus losgeschickt und werdet tatsächlich in diesem Chaos des Angriffes dann auch schwer verletzt werden und durch die Verletzung selbst landet ihr dann schluss und letztendlich auf der Krankenstation, wo euch gesagt wird, dass euer Gesicht komplett rekonstruiert werden muss. Ihr werdet also vorher nur das Geschlecht wählen. Und wenn ihr dann im Krankenhaus wieder erwacht, dann könnt ihr dort in einem Spiegel sozusagen festlegen, wie euer Gesicht aussehen wird. Das wird der Character Generator sein, den ihr dort nutzen könnt. Und damit startet ihr dann in die Kampagne. Ihr habt dann sozusagen als innerste Option, vermutlich auch, weil ihr Familie verloren habt oder weil ihr euch etwas Schlimmes da auf diesem bei diesem Angriff erfahren habt, werdet ihr dann zur Navy gehen. Entweder werdet ihr eingezogen oder freiwillig gehen, das ist noch nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall werdet ihr dann Teil der Navy und zu einem Kampfpiloten ausgebildet werden. Das heißt, ihr beginnt das Spiel Squadron 42 als absoluter Rookie, der noch nichts zu tun hatte mit der Navy an sich und jetzt also reinstartet und werdet dann quasi, wenn ihr eure Grundausbildung gemacht habt, was vielleicht in Form von Tutorials abläuft, reine Spekulation, dann werdet ihr auf die UEES Stanton, also eine Idris-Fregatte, die mit dem Namen Stanton versetzt werden. Und dort beginnt im Grunde genommen die richtige Kampagne. Die Stanton ist also eins von zwei Schiffen in diesem Verband, wo ihr dann die Charaktere kennenlernen werdet und wo ihr einen Großteil der Handlung auf dieser Idris-Fregatte verbringen werdet. Und von dort aus ist es im Endeffekt mehr oder weniger euch überlassen, wie und in welcher Geschwindigkeit sich alles entwickelt. Ihr werdet also nicht nur feste Missionen haben, die euch in der Story richtig weiterbringen und sozusagen den Main-Plot verfolgen, sondern ihr könnt davon abweichen, könnt mit verschiedenen Leuten reden und es wird sehr wichtig sein, mit wem ihr dort interagiert. Wie ihr euch Freunde macht, die schalten dann kleine Sekundär- oder Tertiär-Missionen frei und dort könnt ihr euch dann richtig entfalten. Und je nachdem, was ihr für Kontakte habt und wie ihr sie ausnutzt, werdet ihr eben auch die Möglichkeit haben, bestimmte Achievements freizuschalten. Und wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, das ist nämlich tatsächlich bisher das Einzige, was wir genau wissen über die Story von Squadron 42, außer dass es von dort aus dann in die ins Vendul-Gebiet geht, dass ihr dort sehr, sehr viel mit den Vendul zu tun haben werdet und dass das eigentlich der Ankerpunkt ist. Von dort aus geht es dann sozusagen in die Charaktere, die wir schon kennen. Wir wissen also, Admiral Bishop, gespielt im Original von Gary Oldman, ist also der große Admiral, den man vermutlich zumindest einmal sehen wird in der Geschichte, der den großen Krieg gegen die Vendul anführt. Wir haben aber noch mehr Leute. Wir haben auf jeden Fall Mark Hamill, der euch an der Seite zur Seite gestellt wird als alter bärbeißiger Ausbilder, nämlich The Old Man Colton, wie er genannt wird, der euch sozusagen als lebendiges Beispiel eines Veteranenpiloten dann zur Seite steht. Wir haben noch mehr Leute, die dabei sind. Gillian Anderson zum Beispiel, wo noch nicht ganz bekannt ist, wie ihre Rolle jetzt heißt, zumindest ich weiß es gerade nicht. Die wird die Tochter von Admiral Bishop darstellen, auch eine Navy-Offizierin, die dann tatsächlich euer Commanding Officer sein wird. Rona Mitra zum Beispiel, die man auch kennt aus Boston Legal zum Beispiel hier genannt, die wird der XO dieses Schiffes sein, das heißt, mit der werdet ihr auch interagieren. Andy Serkis
Marcus ist dabei, der wiederum den Hauptantagonisten spielen wird, nämlich einen Vanduul-Anführer, wie es ihm auch so besonders liegt. Und da gibt es noch viele, viele weitere Stars, die in jedem Fall mit reinzählen. Jonathan Rhys Davis, der wird in jedem Fall mit dabei sein. Und wird ebenfalls eine Rolle übernehmen, allerdings nicht so sehr vorne in Bezug auf die Navy, sondern eben als Zivilist. Und ja, von dort aus geht es dann eben weiter, dass wir sagen, von der Story geht es dann direkt in den Bereich der Persistence. Und das ist natürlich immer eine große Frage. Squadron 42 wird mit dem Persistent Universe, also dem Star Citizen MMO, verknüpft sein. Das heißt, Achievements, die ihr bei Squadron 42 sozusagen erreicht, die werden dann in eure Akte eingetragen werden. Die können euch einen Ruf einbringen beim UEE und bei der Navy. Die können euch also schon mal ein bisschen boosten, in dem, wie ihr dann in das MMO startet. Außerdem wird es einen Geldwertvorteil geben, das heißt, ihr werdet dafür bezahlt, was ihr tut und könnt dieses dann zum Beispiel für ein erstes ziviles Starterschiff einsetzen. Außerdem wird es eine sehr, sehr enge Verknüpfung geben zwischen den ganzen Ereignissen, die bei Squadron 42 geschehen sind und die sich dann auf das Persistent Universe auswirken. Und Schluss und letztendlich kann man also sagen, dass Squadron 42 und Star Citizen zwar zwei im Grunde separate Spiele sind, die aber eine Brücke zueinander schlagen, was sehr, sehr wichtig ist, da das alles persistent angelegt ist. Das heißt, ihr müsst euch auch überlegen, dass ihr euch bei Squadron 42 einen guten Ruf verdient, wenn ihr das spielen wollt, um dann eben im Star Citizen-Universum auch entsprechend erfolgreich reinstarten zu können. Zusätzlich kann man noch dazu sagen, dass Squadron 42 einen relativ kleinen Umfang am Anfang haben wird im Persistent Universe. Das heißt, der erste Teil wird sich rund um im Grunde genommen nur ein System drehen, in dem ihr euch dort bewegt. Wir wissen ja inzwischen, die Systeme sind sehr, sehr groß, da kann man viel erleben, aber es wird noch nicht sonderlich weit ins Universum hinausgehen, wohingegen ihr natürlich mit dem MMO, also dem Persistent Universe, eine ganze Galaxie zur Verfügung habt, um dort eure Unternehmungen zu machen. Es ist also als gedacht, gerade im Sinne der Persistence, als einen Einstieg in Star Citizen, der möglich ist, optional für euch, auch davon abhängig, ob ihr das Spiel natürlich besitzt oder ob es eben dann sozusagen direkt ist, MMO sein wollt soll und ihr sagt, ich verzichte auf diese Art von Einführung, von storymäßiger und persistenter Einführung in das Spiel, sondern gehe von mir aus direkt ins MMO und möchte dann von Anfang an Händler, Miner oder ähnliches sein. Ja, und damit kommen wir im Grunde genommen zum letzten Punkt, nämlich dem Release und dem Inhalt von Squadron 42 selbst. Wir wissen bereits von drei Teilen von Squadron 42. Der erste Teil, der sozusagen für alle Backer, die bis zum Februar diesen Jahres eben eine Game Package gekauft haben, verfügbar und downloadable sein wird. Das heißt den ersten Teil mit 10 Chaptern, den werden wir auch auf jeden Fall alle erleben können, die bis dorthin eingestiegen sind oder die sich jetzt natürlich ein entsprechendes Combo-Paket kaufen bei Star Citizen, wo das Persistent Universe und Squadron 42 inklusive ist. Weiter geht es dann, dass man sagt, es gibt noch mehr Teile dafür, das heißt Leute, die noch früher eingestiegen sind bei Star Citizen, nämlich sehr früh, wenn ich mich recht entsinne, mit der 6 Millionen Dollar Grenze, mit dem Stretchmark, die haben noch einen zweiten Teil mit dazu, nämlich Behind Enemy Lines, und das ist dann die Fortsetzung sozusagen von Squadron 42, die man auch spielen kann und sich dann auch natürlich später extra dazu kaufen kann, wenn man dieses Abenteuer ausgiebig genießen möchte. Da geht es dann sofern weiter, dass man sagt, es gibt sogar noch einen dritten Teil, der einen unbekannten Titel hat zum jetzigen Zeitpunkt, der dann eben auch noch hinzugekauft werden kann, wenn man gerade spezieller Freund ist von zum Beispiel Squadron 42 und dem Singleplayer-Erlebnis, was Chris Roberts und sein Team uns da schaffen werden. Also insbesondere für Kalidan, unseren Member, der sich diese Episode hier gewünscht hat über Patreon, der wird sich sicherlich alle drei Teile kaufen und dementsprechend da richtig loslegen. Und man kann also sagen, Squadron 42 an sich, der erste Teil soll im Verlaufe des Jahres 2016 kommen, vermutlich gegen Herbst, Winter 2016, dieses Jahr also soll der released werden. Wir sind alle sehr, sehr gespannt darauf und man muss eben dazu sagen, dass sehr viele Ressourcen dort jetzt reinfließen. Das heißt, grundsätzlich werden alle Schiffe, die dafür entwickelt werden, gerade priorisiert. Es geht sehr, sehr viel darauf hinaus, dass man sagt, hier muss das Spiel fertig werden. Squadron 42 wird sehr, sehr heiß erwartet von der ganzen Star Citizen Gemeinde und sehr, sehr vielen Backern, die sich eben exklusiv dafür interessieren. Chris Roberts selbst verwendet sehr viel seiner Zeit darauf, in den UK zu fliegen, das heißt in den United Kingdom, um
um mit Foundry 42 zusammen das Spiel fertigzustellen. Er selbst hat seinen Bruder dort auch eingesetzt als der Leiter, der exakt dieses Studio dafür übernimmt. Aaron Roberts ist also Executive Producer insgesamt für Star Citizen und mit dem großen Fokus auf Squadron 42. Das bedeutet, wir werden also auch erleben, dass wenn der erste Teil erstmal released ist, dass auch dann andere Schiffe, die jetzt vielleicht nicht im Vordergrund stehen bei Squadron 42, dann schneller aufrücken in der Warteschlange, um eben wirklich umgesetzt zu werden und in die Engine zu kommen. Aber bis dahin geht erstmal alles in Richtung, wir wollen Squadron 42 fertig kriegen. Diesen Teil wollen wir erstmal beweisen und zu Ende bekommen. Und während gleichzeitig eben das Mini-PU immer erweitert wird um eine Mechanik und Features, die aber großteilig auch Derivate sind, die aus Squadron 42 rausgezogen werden. Sei es Betankungsmechaniken oder eben Docking-Mechaniken oder ähnliches, was man für dieses andere Spiel eben so viel braucht. Dementsprechend haben wir also diese beiden Spiele, die im Grunde genommen miteinander verknüpft sind und wo ihr euch dann als Backer entscheiden könnt, jetzt zu diesem Zeitpunkt, brauche ich nur das MMO oder will ich auch Squadron 42 genießen? Wir werden in Zukunft noch viel, viel mehr von diesen Videos machen zu Squadron 42, dann auch wirklich im Detail und einzeln. Wir freuen uns sehr über euer Feedback darüber und vor allem, wenn ihr selbst die Möglichkeit haben wollt, uns nicht nur persönlich zu unterstützen für unsere Arbeit hier über Patreon, sondern eben auch über unsere Patreon-Community einen selben eigenen Input zu leisten, dann schaut doch mal auf unser Profil. Dort werdet ihr eben diese Möglichkeit dann auch bekommen, an Gewinnspielen teilnehmen können und so weiter. Ansonsten abonniert den Channel, wenn es euch interessiert, wie es bei Star Citizen weitergehen soll. Liked oder disliked die Episode und schreibt uns natürlich Kommentare, Anmerkungen und auch Verbesserungswünsche hier direkt unter das Video, damit wir das mit einbeziehen können. Denn wir wissen, das hier ist jetzt wirklich nur ein grober Überblick über Squadron 42. Wir werden da sehr viel mehr ins Detail gehen in die Zukunft, aber wir wollen eben auch sehen, dass wir wirklich gute Informationen dafür kriegen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck!